So, hallo Leute, hallo Goldschiffe, hallo Goldschifferinnen. Heute waschen wir meinen letzten Regentrip aus und ich glaube, ich kann zufrieden sein. Ich habe auch, glaube ich, ein bisschen zu viel Pril reingemacht. Aber ich habe auch vorher, muss ich sagen, ein Gernot seine Matten, die habe ich vorher mit Pril noch sauber gemacht. Und ich denke mal, dass ich da, und ich wollte es jetzt eben nicht verschwenden. Der Regen ist ja immer wieder schön, vor allem, weil dort die Mineralien nun wirklich sehr vielfältig sind. Und mir gefällt einfach dieser roten Granat. Der ist halt einfach nur, der glänzt so schön in der Sonne. Es macht einfach Spaß, den in der Rinne zu sehen. Hier habe ich auch schon das erste bisschen Gold gesehen. Muss man aufpassen. Nicht, dass ich hier was mit raus fannal. Bisschen erkältet bin ich. So. Und dann werden wir das gleich. Schau mal, dass ich hier ein bisschen den Schaum wegbekomme, damit ihr das schöner sehen könnt. Da oben haben wir auch schon das erste Gold. Ich muss mich noch mal entschuldigen bei euch, ich bin ein bisschen erkältet und ich hoffe, dass meine Schnupfnase, dass man die nicht zu sehr hört. Da kommt auch schon das erste Gold zum Vorschein. Und ihr dürft jetzt nicht vergessen, ich habe jetzt hier für die Kamera eine totale unbequeme Position, um das eben auszuwaschen. Und daher stelle ich mich hier wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen blöd an, weil ich muss hier immer wieder gucken, damit ich für euch das komplette Bild drauf kriege, damit ihr das schön sehen könnt. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall sieht man jetzt schon hier das erste Gold. Herrlich, einfach herrlich anzusehen. Ist halt einfach so. Es ist halt ein Erlebnis, ein kleines Erlebnis, dass man sagt, es ist ja auch nicht viel, aber dass man sagt, oh, das schaut wirklich schön aus. Dieser Moment, die Momentaufnahme, das ist halt auch das, was zählt beim Goldwaschen. Hobby. Macht halt Spaß. In der Natur reich wird man davon nicht.
Wer glaubt, dass er reich wird, der hat ein falsches Hobby. Natur. Dann die Geologiekenntnisse lernt man halt nicht in der Schule. Muss hier immer wieder ein bisschen nachjustieren, damit ihr das seht. Diese zwei Steinchen da, die nerven mich. Schaut schon gut aus. Gefällt mir. Der Regen, der kann schon höflich sein. Da muss man wissen, wo man hingeht. Und vor allem, der Regen ist ja überbuddelt. Und es gibt halt auch Goldwäscher, die sowas nicht mögen. So eine Stellen, die wo überbuddelt sind oder so. Ich zum Beispiel mag es nicht. Ich mag so ein bisschen jungfräulicher. Da wo ich sehe, oh, hier wurde jetzt schon lange nicht mehr gebuddelt. Manche gehen halt die Stellen, wo viel gebuddelt wurde. Ich nicht. Nochmal. Normalerweise wasche ich anders aus. Aber weil ich euch für euch das in die Kamera einfangen möchte, sieht das wahrscheinlich ein bisschen behindert aus. Mir ist das egal. Ich mach's für euch und für mich, weil ich es zeigen will. Schaut gut aus. Schönes Gold. Dauert ein bisschen. Und der Sommer ist auch da, ne? Habt ihr schon gemerkt? Herrlich. Die süßen Mädels, die laufen schon in kurzen Hosen rum. Ach Mensch. Und wir Goldwäscher? In unmöglichen Neoprenanzüge und Gummistiefel. Oh, schaut mal, jetzt kommt mir eine Katze besuchen. Ja, schaut her, so ist die Ausbeute. Reale Ausbeute. Für ein paar, ja, weiß ich nicht, 6 Stunden buddeln. Ist jetzt okay, kann sich doch sehen lassen. Gewichtseinheiten sind egal. Völlig egal, die Gewichtseinheiten. Braucht kein Mensch. Wenn ich jetzt Gewichtseinheiten haben will, dann fahre ich zum Goldhändler. Kaufe mir eine Goldmünze. Dann habe ich Gewichtseinheiten. Gut. Ja, schön. Feingold habe ich auch gefunden. Ich zeig's euch nochmal. Das Setup stimmt praktisch. Schaut her, da oben kommt das ganz fein heraus. Ja, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Jetzt hat. Da seht ihr eine ganz feine Straße. Da oben ist er. Ganz feines Gold. Herrlich. Schön, ne? Gut. Dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns wieder. Vielleicht mal am Bach. Zum Goldschürfen.
40. Servus.